den Zwölfen zum Gruß und willkommen zu Blackouts und der Höhle unter dem Regengebirge. Ja, das letzte Mal ein bisschen Krabbelspaß oder Spaß mit Krabbelviechern. Sehr unangenehm. Krasse Spinnen, krasser Schaden, krasses Gift. Ja, alle haben so ein bisschen was abbekommen. Ständig seien sich neue Truppen von der Decke sozusagen. Eieiei, das war schlecht. Zum Glück sind wir nicht irgendwie überall in Fallen hängen geblieben, sondern nur einmal beim Vorrücken. Bin mal gespannt, was hier noch kommt. Es gibt jede Menge Höhlen, jede Menge Spaß und ja, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, schauen wir die Charaktere an. Ja, so ein Hauch zumindest mal. Naja, ich hoffe mal, die werden einfacher, weil das war schon unangenehm. Die Waffentalente. Ach ja, das ist ja auf dem Maximum und das hier mit 155 geht noch nicht. Oh, jetzt können wir aber hier mal spaßhalber noch einen Punkt in, ja, die Wurfwaffen. Wir haben hier noch die Speere und mehr haben wir eigentlich nicht, was wir machen können, oder? Ja, ich finde auch. Hier wollten wir ja auf irgendwas gehen, was hier die, genau, Konstitution war es, glaube ich, ne? Oder Magieresistenz, Lebenspunkte, das hier, genau. Gewandtheit, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Es wird schon klappen. Was soll schon passieren im nächsten Bereich? Wir müssen hier einfach nur durch, um ins ewige Tal zu kommen. Was weißt du über die ewige Stadt? Nicht viel. Es war eine alte heilige Stadt der Echsenmenschen. Aber Urias hat die Achas bekehrt und dem Namenlosen einen Tempel errichten lassen. Dorthin lässt er die Entführten bringen. Dort werden sie zu Propheten gemacht. Propheten. Und die nächste Horde Spinnen. Und garantiert werden sie noch weitere abseilen, wenn wir weiter vorrücken. Das wird witzig. Was geschieht mit den Entführten? Warum verlieren sie alle den Verstand? Sie werden in den Tempel des Namenlosen gebracht. In 13 Kammern werden sie geprüft. Dort wird alles zerschlagen, woran sie jemals geglaubt haben. Bis sie bereit sind für das Flüstern. Dann übernimmt das Flüstern ihren Geist. Du musst mit allen Helden das andere Ende der Karte erreichen. Scheiße. Okay. Dann werden sich tatsächlich alle möglichen abseilen. Hier ist nämlich alles voller Spinnenweben. Oh nein. Gibt es das denn? Ja, wir müssen uns beeilen. Kann ich da rüber? Nee, wahrscheinlich können die Viecher darüber, oder? Was heißt das andere Ende? Das bisschen. Und die müssten wir oder sollten wir kaputt schlagen. Vielleicht ein Feuerball da mitten rein, dass Ruhe ist. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das wie mal seinen Kollegen da oben angreifen. Dass mich das zweite das angreift. Da ist die erste, die wird wahrscheinlich hier rüber rennen. Und das da oben ist an fünfter Stelle oder so. Andererseits, wenn wir sie hier festtackern könnten, wäre hier schon mal Ruhe. Ich werde nämlich von da kommen auch gleich welche. Wahrscheinlich ist das Sinnvollste, einfach die Wege hier einzureißen, weil sie bestimmt irgendwie von den... Ah, die sind ja aber überall. Wenn wir die kaputt machen, dann haben wir Gegner nur vorne. Okay, heißt links und rechts die Wege einschlagen. Gut, und du, kämpfst mal ganz kurz gegen deinesgleichen. Das ist 100 pro der Trick. Einfach drauf. Ah, zum Glück. Zum Glück gelingt das so gut. Was hat er hier? Schon wieder die... Wie seid ihr schon wieder diese Idiotenwaffe? Das habe ich doch so gar nicht befohlen. So, der muss gleich mal vorlaufen, dass er hier eventuell draufhauen kann. Verdammt. Dann warten wir ganz kurz ab, oder? Weil die werden doch bestimmt... Wenn hier eins drauf wäre... Ah, wenn sie drauf stehen, muss ich das kaputt schlagen. Dann hätten wir wirklich unsere Ruhe. Ich schätze mal, hier kommen die alle her. Die müssen wir auf jeden Fall hier kaputt schlagen. Könnt ihr schon mal davor gehen? Nee, dann greift mich das an. Ich muss hier abwarten. Gut. Wir warten ab. Kann ich da überhaupt hinfeuern? Das weiß ich gerade gar nicht.
Wenn sie das macht, ja, dann gelingt es wahrscheinlich wieder nicht, oder? Sie macht... Sie haut nicht fest genug zu, oder was in der Richtung? Okay, sie macht das mal. Sie geht da runter und haut drauf. Okay, hat funktioniert. Wie ich es mir dachte. Okay. Das ist auch eine Option. Jetzt müssen die hier vorne lang. Ach Gottchen. Ist schon direkt am Mann. Ha. Okay. Schwierig. Wenn ich davor dappe. Spekulieren wir noch drauf, dass ich irgendwie hier mittig hinschießen und dann den Feuerball das hier alles erledigen lasse. Die kommen hier nicht weiter. Das heißt, wahrscheinlich kommen sie nach da unten gleich. Ah, ich möchte an dem jetzt nicht dran stehen, dann Mistvieh. Wenn ich hier hinstelle, bin ich im Singles von den Drecksviechern. So, können da unten zwei, hier noch eine. Boah, ich habe keine Ahnung, ey. Was mache ich denn am dümmsten? Da oben, das müssen wir wahrscheinlich auch noch hier kaputt schlagen, sonst kommen sie von da wahrscheinlich auch. Direkt vor. Am liebsten würde ich ja. Ja, so Stück für Stück vorrücken, dass die. Sich gegenseitig alle bearbeiten. Schwierig. Ich habe so das Gefühl, dass die nämlich jetzt gleich alle hier an. Ach du Scheiße. Sinnesprobe. Verdammt! Ja. Kann dir gerade nicht wirklich mithelfen. Kurze Frage: Würde das funktionieren mit dem Feuerball? Ja, 97%. Ach, das geht? Da sind sogar zwei Scheißviecher drauf. Ja, leck mich doch am Arsch. Wieso habe ich auch die höchste Stufe gleich gewählt? Ja gut. Das hier müssen wir, glaube ich, aufhalten, damit es nicht wegläuft, ne? Wenn wir nämlich alle fertig sind, dann würde das hier weglaufen. Wir sind zuerst wieder dran. Das heißt, jetzt muss der Feuerball gelingen. Vielleicht noch auf einer Stufe 2 oder so. Nicht viel Schaden machen vielleicht. Okay, wenn wir das hier... Dann greift das da oben an. Das wird sich wahrscheinlich hier hinstellen. Das ist dann wenigstens vorher dran. Das ist die Nummer 4. Das ist die Nummer 5. Ja, okay, das kommt wenigstens vor ihr dran. Ach Gott, überall diese Mistviecher, ey. Niederwerfen, 95%. Okay. Jetzt nochmal das Ganze. Aber vielleicht gelingt es diesmal. Ich meine, das sind 97%. Damit würde ich zwei von diesen Drecksviechern platt kriegen. Wenn sie nur auf die Mitte losgehen, ist es ja relativ wurscht. So würde ich beiden Schaden machen, so machen wir sie alle weg. Komm. Falls sie von da hinten irgendwie meinen, sie können hier... Ne, zwei reichen ja, so. Wahrscheinlich fällt der jetzt eh runter. Komm mitten rein, schon dabei. Feuer frei. Yes, zwei sind schon weg. Gehen sich gegenseitig jetzt auf die Nerven. Das ist super. Okay. Okay. Heißt, wir nutzen mal die Gunst der Stunde und geben ihm eine zweite Aktion. Okay, der kann sich nicht lösen von alleine. Das, ist der wirklich komplett gefangen? Offensichtlich. Alles klar. So. Also noch ist alles super. Jetzt müssen wir da hinten das Ding wegmachen. Ja, ja. Ich denke, es kommt vorbei. Wird jetzt hoffen. Jawohl. Von beiden Seiten angepubert. Aber nicht so wirklich. Wir müssen da echt durch.
Das muss auch mal weg. Ja, die machen sich halt keinen Schaden gegenseitig. Das ist perfekt. Erste Amtshandlung ist der Hammerschlag. So, das Scheißding ist weg. 31 Schaden. Wieso läuft der zurück? Ist der dumm? Doch, Spinnen. Ich glaube, ich Spinnen. Ja. Ich hau mal drauf. Achso, dann macht die das weg. Dann wäre er frei, wenn es gelingt. Vielleicht mit einem doppelten Angriff, dass es auf jeden Fall gelingt. So, der ist wieder frei. Dann warten wir kurz. Oh, jetzt kommen erst alle Spinnchen. Ja, ich glaube, das machen wir zuerst, oder? 1, 2, nee, die sind zuerst dran, die Drecksviecher. Müssen wir das anders machen. Und zwar, halt, wie lange ist der noch da? Ja, nee, komm, Wunde schlagen. Solange ich noch nicht vergiftet bin, 85 vielleicht. 15 und doppelte Wunde, perfekt. Alles klar, was ist, wenn wir die auf einer höheren Stufe verzaubern? Dann müssten sie ja eigentlich mehr Schaden bekommen, sehe ich das richtig? Zauberraserei auf der vorletzten Stufe, Stufe 3, macht erhöht Körperkraft, Attacke. Trifft besser, haut mehr rein. Berserker, Körperbeherrschung. Wäre möglich. Wäre möglich, dass es auf höheren Werten was bringt, so. Wie wär's denn mit so einem einfachen Feuerbällchen? Damit wir uns um so ein Shit hier nicht mehr kümmern müssen. Ja, das wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren, oder? Feuerball, Stufe 3 von mir aus. Ne, ne, guck mal hier, entweder oder. Aber da muss doch, ich meine, das ist ein Feuerball, da muss doch eigentlich Stufe 1 ausreichen, oder? Hierfür hätte ich das gerne, genau. Reicht auch der Feuerstrahl? Für 7 Punkte, 8 Feuerschaden. Ah ja, gut. Gut, das funktioniert. Sehr schön. So, hier werden wahrscheinlich Scheißviecher auftauchen. Tja, und dann machen wir mal Folgendes und geben dem hier auch eine zweite Aktion. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall die Waffe wechseln. Der muss wieder die... ist ein Effort irgendwas benutzen. Ja, das funktioniert so nicht. Okay, das Ding ist noch eine Runde dabei. In der nächsten Runde ist es wieder Base. Das jetzt nur noch 15. Das ist doch... ist doch ein Wort. 95, ein Hammerschlag. Okay, voll drauf. Feierabend. Ja, jetzt ist der Weg frei, das ist schlecht. Aber wenn ich mehr komme, ist doch in Ordnung. Aber ich glaube, das wird sich gleich klären. So 90% mehrere Wunden. 27, sofort tot. Geil. Er ist wieder dran. Hammerschlag. 85%, komm schon. Sauber. Und da ist er auch schon. Ich habe es genau gewusst. Ach, das habe ich allerdings nicht so ganz gewusst. Feind von hinten. Feind greift von hinten an. Was machen wir da? Flucht nach vorn. Flucht nach vorn. Und hoffentlich da hinten. Ja, gelingt zu 100%. Wir kommen. Genau, er kommt noch in dem vorbei. Wir können über ihn drüber zaubern. Da stehen wir ganz gut. Ja. Vielleicht greift das dieses Vieh dann an. Nach hinten. Nochmal ein Feld. Ah, sehr gut. Das heißt, am Tag haben wir das hier fest. Machen hier zu und dann rennen wir davon. So, dem geht's noch verdammt gut. Ja, ich frage mich gerade. Vorbeilaufen und hier mal dicht machen. Oh, da kommen zwei von diesen Ratten. Ne, sind keine Ratten, wären es doch Ratten. Hätten wir jetzt nicht das Problem. Okay, eine weg. Shit! Oder auch nicht.
Oh, oh. Verdammt. Ja, zumindest hat der jetzt was zu spielen. Spielkameraden, toll. Ach nee, geht doch nicht. Müssen wir dann zwei Felder nehmen. Wann kommt denn das? Auf jeden Fall jetzt in den Pulk. Okay, wir könnten erstmal davor rennen. Da wären wir hier erstmal sicher. Nee, ich mach mal... Wir machen hier zu. Wie ich es mache, ist eh wurscht. Ich wette, wenn ich dann einen Meter weiter laufe, dann geht das wieder nicht. Weil dann sehen wir wieder irgendwie was nicht und dann kann ich sie nur hier zaubern. Ja, zumindest die zwei müssen ja funktionieren. Also, mein Gott, ist denn das... Sind das Scheißviecher, ey. Ja, nee, dann können wir doch noch weiterlaufen. Genau, die zwei auf jeden Fall. Die zwei Felder nehme ich noch mit. Ach so, ich kann das überall machen. Ich mach's doch trotzdem mal hier. So. Das Vieh kommt nicht raus. Die sind noch beide schnell. Das ist auch sehr, sehr nett. Ja, mir gefällt das. Wir warten, oder? Für den Moment. Wir können notfalls immer, wenn wir vorrücken, hinter uns wieder zumachen mit ihm. Kostet ja nicht die Welt. Ja, passt. Jetzt kommen erstmal die Mistviecher. Schön, wenn es so einen Köderzauber gäbe. Und irgendwas hinzaubert, so wie bei Dark Souls, ne? Dieses Oral Decay. Ne, Decoy, nicht Decay. Mit Zerfall hat es nichts zu tun. Okidoki. Jetzt ist die Frage, sollen wir... Wir müssen wirklich... Ne, wenn ich jetzt vorrenne, dann kann ich sie nachziehen lassen und kann hier den ganzen Pulk auf einmal sich gegenseitig verdreschen lassen. Macht zwar nichts, aber wir sind alle beschäftigt. Wobei, eins reicht ja schon. Ne, zwei. Zwei müssen hier weg. Die hat eh nicht mehr viel. Das können auch, weiß Gott, wer das machen kann. Das nächste ist dran. Vielleicht, ja, vielleicht keine gute Idee, aber passt schon. Gift. Gift, ich weiß. Das können die anderen mal machen, oder? Irgendwer, ich meine, das Ding hat vier Trefferpünktchen, das werden sie wohl hinbekommen. Nur falls irgendwie einen billigen Zauber oder sowas. Scheiße, Mann, 85. Ja, gelingt schon wieder nicht. Okay. Ich das da unten benutze... Gelingt nicht, okay. Nein, das ist schlecht. Ich komme an die nicht ran. Der ist aber als nächstes dran. Das heißt, er kann sich da hinstellen und kann hier mitmachen. Nee, müssen wir so machen. Mit der Finte. Hat die scheiß Ratte überlebt. Das kommt, ja, er darf auf jeden Fall nochmal draufhauen. Die da hinten dürfen auch alle nochmal draufhauen, aber bringt nicht viel. Ah, schwierig. Muss auf jeden Fall durch. Komm, mach Platz. Der Chef kommt, 70%. Komm, muss gelingen. Guter Schaden. Guter Effekt. Vielleicht ein Feuerball auf ihn, dass das hier verbrennt. Dann müssen wir hier ordentlich Schaden machen jetzt. Aber wir treffen nicht mehr. 85. 13, okay. So, zwei Punkte Feuerschaden. Heißt, hier wird jetzt mal einen Feuerball reinjagen. 5 bis 15. 5 bis 15, das sind gerade 8. Hoffen wir und beten wir, dass es reicht. Das erste ist tot, das andere leider nicht. Okay. Dann warten wir die Runde mal ab, bis die alle dran waren. Dann machen wir eventuell... Geben wir ihm nochmal diesen doppelten Angriff. Ja, die Scheißviecher... Geht doch mal darüber, dann kann ich euch wenigstens wieder... abschneiden, den Weg. Läuft zurück, läuft vor, ist klar. Ja, das ist genau die richtigen Folgen für Arachnophobie. Phobiker, so rum.
Und wurde natürlich nochmal erwischt. Ja, das ist ja logisch. Es muss sich auch lohnen. Was ist mit euch? Habt ihr ein Problem, oder? Es müsste sich eigentlich das hier angehen, ne? Eigentlich schon. Zwei Runden noch rasend. 95, 95. Spielt keine Rolle. Komm, hauen wir das Ding erstmal weg. Wenn es nicht gelingt, ja, Pech gehabt. So, 10 Punkte Schaden. Mistrate. So, 8. Finte, 95. Sehr gut. Okay. Wir sind trotzdem vorher dran. Heißt, ich muss dieses dumme Gift jetzt entfernen. Und zwar schon viel zu früh. Ja, ja. Das war gut, sagt sie, aber stimmt gar nicht. Und die nächste Fuhre kommt. Jawohl, da oben kannst du ruhig vergammeln. Die werden bestimmt noch hier oben kommen. Es passt aber auch mit der Musik irgendwie, ne? Ah, ja. Ja, wir müssen irgendwie an dem Scheiß hier vorbei. Und zwar... Too sweet. Wir sind zuerst dran. Das können wir platt machen, das Teil. Das heißt, das Vieh wird dann nach da oben wahrscheinlich oder vielleicht laufen. Okay, Moment. Wir warten ab. Zuerst kommt... Wer ist das? Welche ist das? Keine Ahnung. Also, wir müssen auf jeden Fall mit ihm die nächste... Ach, guck mal, er ist schon nicht mehr schnell, ne? Nee. Wurfwaffen wäre echt... Speer. Wir haben noch mit ihm einen Speer. Dann soll er mit dem Speer soll er die Sachen abwerfen. Das war schwachsinnig. Und ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Wir müssen mit dem Feuerball gleich arbeiten. Aber vielleicht haben wir da hinten gleich ein Problem. Also mal ran an den Feind. Wie wäre es mit... was Sinnvollem zur Abwechslung. Okay, es war nicht so clever, weil das Mistvieh müssen wir jetzt mal links liegen lassen hier. So, jetzt hat es einen längeren Weg. Reicht hoffentlich nicht ganz. Oder vielleicht reicht es noch bis zu dem einen Feld und dann können wir es kaputt schlagen. Dann fällt die sonst wohin. Ach, guck mal. 100%ige Chance, dass es gelingt. Das nächste Mal laufe ich vielleicht noch einen Meter, ja? Weil hier hinten könnte es jetzt gleich eng werden. Ja, das nächste Mal laufen wir mit den Metern, dann werfen wir unseren Scheißdreck. Danke. Ja. Ihm bitte eine zweite Aktion geben. Ist ganz, ganz wichtig, dass er schnell ist und mehrfach zuhauen kann. Umschubsen und draufhacken vielleicht in der gleichen Runde, wäre super. Perfekt, die sind beschäftigt. Ja, die hält noch da hinten. Und jetzt, wo es direkt dran steht, geht es bestimmt weg. Ich bin jetzt immun gegen Giftschaden. Das macht doch nichts. Hätte man viel früher machen sollen. Einfach die Scheiße kaputt werfen. Müssen wir gerade mal neu starten. Aber ist ja Quatsch. Es läuft ja halbwegs. Gut. Die da hinten weiß nicht so recht, was er will. Kommt wahrscheinlich jetzt an und nervt. Hat er sonst nichts zu tun. So, hier könnten wir alle vorbeilatschen. Wer ist denn als nächster dran? Sie. Hoffentlich geht sie das hier an. Tapp mal darüber. Und stecke fest. Und es greift mich an. Läuft schon wieder richtig gut. Läuft richtig gut. Aber der kann ja zumindest ein bisschen... Ja, den möchte ich... Komm, den retten wir. 38 Punkte Schaden, bitte. Aber hoffentlich nicht wir. Nee, einfach nur die... Das war jetzt wie so ein kritischer Treffer an einem Netz. Das ist natürlich auch super, ne? Genau so will man das haben. So, hier ist der Weg eigentlich frei, aber gleich hinter uns nicht mehr. Ich mach mal die dicht. Obwohl, da können wir sicherlich noch eine Runde verharren. Aber das wird eh... Komm, das ist jetzt die Runde wahrscheinlich eh vorbei. Also mach ich's. Ich hält ja nur 2-3 Runden an. So. Aber das schon mal geklärt, das Problem. Und da ist es weg. Ich bin vergiftet. Ich weiß.
Ich weiß das. Du kannst mal. Was wäre denn sinnig? Ja. Eigentlich so was wie Klingen oder Hiebschaden. Was haben wir denn? Rucksack haben wir nichts. Wenn die umfallen können, hier niedergeworfen werden, fände ich das schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Lähmung für 10 Runden, ja, Was ist das denn eigentlich? 3 Felder Radius, okay. Können wir massiven Schaden machen. Einfach, komm, Schaden. 85. 14 Punkte. Oh, hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. So, der ist als nächstes dran, das heißt, eventuell kriegen wir das totgeschlagen. 95% so rum. Ach, verdammt, hätte ich eine ganze Spinne totschlagen können mit der Wucht. Verdammt. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ah, guck, der doof. So, hinten ist dicht. Vorne, nicht so. Der ist schon wieder langsam. Der bräuchte gleich mal von ihr eine Behandlung. Ja, viel haben wir nicht mehr. Ausweichen erhöhen. Ausweichen und Schaden, ne? Attacke wert. Das heißt, er trifft noch besser. Komm, so ein Hauch. So ein Hauch kriegst du mal. Und von uns bekommst du nochmal ein Geschenk. Ach, shit. Keine zweite Aktion möglich. Okay, wir warten. Zu heilen müssen wir die auch noch. Ja, ja. So. Der guckt doof, der Rest guckt auch doof. Das gefällt mir. Ich wette, das war's noch nicht, ne? Am Schluss kommen wahrscheinlich vorne und hinten nochmal jeweils 2 bei diesem Engpass. Ey, das ist was zum Kotzen. Ein scheiß Schadenspünktchen, aber reicht natürlich. Okay, jetzt haben wir keine 70%ige Chance. Okay, okay, okay. Hat er es doch noch schnell? Okay. Nochmal okay und dann haben wir es auch mit. Okay, verdammt! 70%! 70%, ja, so, so haben wir nicht gewettet. Greifen mal einander an, vielleicht hilft das oder so. So, die mögen sich jetzt nicht mehr. Komm, wir schlagen sie einfach tot, ist doch wurscht, oder? 70%. Muss doch funktionieren. So, 16, 8. Versuchen wir mal hart. 95%. Ja, beide angeschlagen. 11 Punkte und er hatte 8. Okay, der wäre schon tot. Ja, der ist immer schlauer. Okay. Ach, da können wir das auch wieder ausnutzen. Denn es muss ja bis zum letzten Mann muss ja alles zurückgegeben werden, sozusagen. So ist fein. Ach nee, dann ist noch eine. Ja, ja. Ja gut, dann haben wir noch eine kaputt. Aber bis dahin sind sie hoffentlich alle richtig aufgestellt. Gift. Sag es. So 8 und 5. Ja, wurscht. Normaler Angriff? Ne, Wuchtschlag. Bei Angrosch, genau. Gift. So. Mehr kann man nicht machen. Müssen warten. Heilen kann leider nur eine. Das ist irgendwie auch doof. So im Nachhinein. So, umschubsen. Nicht geklappt. Und weg das Scheißvieh. Alles klar. Schnell durchlaufen. Sie läuft auch schnell durch. So, einen Kampf müssen wir noch führen gegen das Mistvieh. Genau, lassen sie auch mal hier stehen. Warten. Gift. Ja, ja, Gift. Das ist zum Kotzen, ich hab's echt. So, das Vieh kommt bald. Abwarten. So, Haus weg. Ja, zum Glück ist ja jeder Schlag ein Treffer. Gut. Ich spar's mir aber mal und warte, bis eventuell einer nochmal vergiftet wird. Aber wir schicken ja ihn vor. Aber man kann nie wissen. Genau deswegen. So, was macht der? 80%, komm, es muss hinhauen. So ist es richtig. So zeigt man es den Biestern. Langt. Shit!
Oh, Mann. Es müssen doch alle das Ende erreichen. Ist doch scheiße. Ich wollte dich doch so schön bescheißen. Okay. Ja, ja. Okidoki. Das hätten wir also auch. Junge, Junge, Junge. Das ist echt irgendwie... Ständig fehlt es an den Astralpunkten. Wir wollten ja eigentlich ein paar von den Werten verbessern. Ach, vielleicht geht es ja wirklich dahinter noch weiter. Vielleicht sollten wir es gar nicht so übertreiben hier mit dem... Ja, mit dem... Auf Teufel komm raus irgendwelche Punkte verteilen. Das scheint ja nicht so richtig zu funktionieren. 200 Elemente haben wir jetzt auf dem Maximum nicht einmal eingesetzt. Sehr gut. So, gespeichert ist eh. Alle angeschlagen, aber zumindest nicht mehr vergiftet, ne? So, und ihr möchtet jetzt mal den vernünftigen Speer geben, der auch gut attackieren kann. Mal vielleicht erstmal das neue Arachnea verabreichen. Genau, und jetzt zurück. Der bekommt auch ein neues Arachnea, das Billigding. Ja, sonst hat kaum einer draufgehauen. Sie einmal, glaube ich. Das reicht aber. So, die ist randvoll mit Astralenergie, die zur Hälfte. Ja, wollte wie gesagt nochmal wieder eine Runde warten. Wieso ich den jetzt gleich platt gemacht habe, weiß ich nicht. Wollte den einen vergiftet lassen. Okay, sind sie alle wieder voll. Egal, man muss sie ja nicht übertreiben. Die nächste Höhle. Oh, der Kampf hat nur eine halbe Stunde gedauert. Perfekt. Vielleicht schaffen wir dann noch einen Gang. Aha. Nicht eine Sekunde traue ich dem hier über den Weg. Sinnenschärfe. Aha, nichts. Okay. Gut, dann anders. Das wird es nicht gewesen sein. Die Löcher hier, die gefallen mir nicht. Also einfach nur kämpfen. Okay. Lass mal rankommen. Sehr gut. Haut einander aufs Maul. Gut. Gut, gut, gut. Wir wissen ja, oder ich glaube zu wissen, dass eine fette Panzerung sehr hilft. Aber hier ausweichen auch super. Ja. Alle ausweichen und Dings erhöhen für 19 Punkte. Eigentlich nur er, ne? Er steht vorne. Ja, lieber er. 8 erhöht, um in 4 Runden, für 4 Runden zu haben. So, und hier, ich würde sagen, abwarten. Abwarten. Wir gehen hier in den Nahkampf. Ihn lassen wir hier angreifen. Stehen wir relativ zentral. Sie kann den unten erwischen. Wobei, der greift jetzt gleich von hinten irgendwie in den Kampf ein. Wenn ich den unten angehe, der hier, dann haut der mit drauf. Und eventuell macht er das auch nicht. So, was sind die Chancen für einen Hammerschlag? 95%. Leck mich am Arsch, das ist ein Schaden. Sehr nett. Ja, nehmen wir den mal komplett raus. Parade. Zu einfach. Finde ich auch. Kann eigentlich nicht sein, oder? So, dreh dich mal bitte um und kämpf gegen deinen Kollegen, der wahrscheinlich... Halt, wer kommt zuerst? Erst kommt der da hinten, kommt vorgerannt. Dann kommt der da hinten. Ach, dann muss er dem hinterweisen. Ja, ja, dann machen wir den. Dann nehmen wir den. Perfekt. Der steht ja eh vorne schon in der Abwehr. Raserei für 3 Runden reicht schon. Jetzt geht er nämlich nicht nach hinten, sondern hier hin. Und der ist zu sehr, glaube ich, an uns interessiert. Wenn wir den umschmeißen, der wird doch nicht gelingen, oder? 95, komm. Boah. Bitte greift einander. Ja, jetzt greifen sie einander an. Perfekt. Perfekt. Ja, das lassen wir sie einfach mal machen. Und regenerieren in der Zwischenzeit. Beziehungsweise. Genau, den hier greifen wir an. Und der andere kann gleich in den Nahkampf gehen. Wunde, 90%. Joa. Der ist ja ganz frisch. Der hält noch 2 Runden, der nicht. Okay. Passt schon. Ja, abwarten oder... Genau, lass mal die erstmal sich gegenseitig hauen. So, 31 und ein paar zerquetschte. Passt schon, wir machen das. Wir machen das, alles gut.
26. Einfacher Schaden. 24. Ideal. Lebt noch. Wir greifen bestimmt lieber einander an als mich. Keine Wunde. Kurz abwarten. Ja, der hat's erledigt. Jetzt kann der nichts mehr machen. Perfekt. Und die regenerieren als ihre Astralpunkte. Ja, ideal. So kann es ruhig öfter laufen. Genauso was hier mit 95. So ein 50er Schaden, das muss halt sein. Richtig nett. Okay, so ein Kampf von 4 Minuten. Alles klar. Alles klar. So, denen geht's wieder ganz gut, so, ne? Ja, ja. Ja, durch das Ausweichen, denke ich, mir sparen können. Hätte ich jetzt 9 oder 5 mehr oder so, keine Ahnung. Ja, 19. Das hat eine ganze Menge gekostet. Was kostet denn der auf der dritten Stufe? Dritte Stufe, vierte kostet 19, dritte kostet nur 13. Ja, okay. 13, ja. Hätte jetzt quasi 46, wäre fast wieder komplett da. Ich nehme mal das Eckstück noch. Wette, das lohnt sich. Sieht auch wieder sehr verspinnt aus. Für Spinnen webt. Oh, die nächste Scheiße. Ich laufe nicht in diese Dinger rein. Ja, ja. Kannst komplett vergessen, mein Junge. Und das wird nicht alles gewesen sein. Okay. Also die Viecher habe ich echt gefressen. Hier kann nichts sein. Nee, hier kann nichts sein. Dann gehe ich auf das unterste Feld. Dann können sie mich auch nur von da oben angreifen. Ja. So. Wunde verursachen, bitte. 95, Dreierwunde. Sau stark. Alles klar. Wir warten ab. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, dass nicht alle ankommen. Nee. Dem geben wir direkt 2 Aktionen für die Runde. Kann er das viermal kaputt pieken? Okay, da kommt schon noch einiges. Ja, ja. Da müssen wir den Schaden hier erhöhen. Beziehungsweise die Ausweichgeschichte wieder. Komm, mach mal alle für 4 Runden. 4 Runden lang. Ja. Alle erhöht. Jetzt können wir alle eine ganze Weile draufhauen. Der unten hat richtig Spaß. So, hat er schon 2 Angriffe? Ja. Du bekommst die anderen beiden. Immer so viele Runden zu geben. Okidoki. Nicht direkt durch, bitte. Also, das hier vernichten wir hoffentlich direkt. So, Rüstung durchstoßen. Du warst so schwach. Ja, das stimmt. Oh, warte, na. So. Die Ratte ist schon mal an dem Vieh dran. Umschmeißen. Schade. Hammerschlag. 95. What? Okay. Ja. Dann machen wir erstmal das hier weg. Wunde. Oh, ausgewichen nur. Ratte. Was hat der noch? 11 Punkte. Ja, komm weg damit. Puff mit dem Hammer. Spinnen zerfetzen, das ist super, das macht Spaß. Ja, eins von den Viechern, das hier, ne, das ist jetzt mal ganz kurz. Ja, ja. Geht jetzt hoffentlich auf ihn los. Und das Vieh, ja, ja. Ah, kriegt eine mit. Sehr gut. Sehr gut. Würde ich sagen, was machen wir hier? Könnte man sogar mit drauf klatschen. Ja, aber das ist günstiger, wenn nur einer irgendwie einen Schaden hat. Ah, hier müssen wir wieder außen rum gehen. Obwohl, die zwei machen das schon.
Bisschen Panzerung vielleicht, dass er nicht getroffen wird. Ja, könnte man machen. Könnte man machen, ja, auf... Hat er das eigentlich schon? Ja, da hat er. Haben wir alle, stimmt. Wir alle haben das. Nee, ich kann nur hier hin, das muss er aber übernehmen. Ja, kann auch einen Feuerball reinjagen. Hier oben. Oder hier. Müsste klappen, ne? So ein bisschen zumindest, so einen kleinen Feuerball für 11. Ja, nämlich auf jeden Fall Schaden. Dann machen wir das eben nicht. Soll ich überhaupt irgendwas machen? Das kann ich hier bestimmt nicht erreichen. Komm, hat sich erledigt. Scheiße. Gift. Ja, dann warten wir einfach ab. Wir hatten nur noch 20, dann wird der zuerst vernichtet. So, hat noch 2. Ja, ja. Nein, nein. So, wir sind dran. Zack. Ja. Das hier bitte. Chance auf eine Wunde, 90. Keine Wunden. Ja, Hammer drauf, ne? Verdammt! Ja, bevor die da gleich uns Ärger machen, lieber einander. Bitte, bitte. Ja, warten. Ja, obwohl wir heilen den mal ganz kurz, so ein bisschen. Okay, war wichtig. War wichtig. Können wir auch, ja, kannst auch wieder zu Dings verwandeln. Zu den hier vielleicht. Zu Sand? Ne, zu Stein. Wieso habe ich immer so ein Sandsteinbild vor Augen bei dem. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ah, vielleicht auch nicht. 98%. So. Hier ist erstmal Ruhe. Dann macht ihr die mal ganz kurz weg. Todesstoß, jawohl. Gut. Macht zwar nur halben Schaden, aber mit dem Hammer. 5. What? Und du wechselst mal ganz kurz auf die stumpfe Waffe. Adalasser, ne? Ja. Vielleicht reicht's auch schon. 5 Punkte? Was ist denn das für ein Shit? Lass mich raten. Hier ist eine Falle. Ja, war klar. Hau die mal weg, die Falle. Frage ist, ob da noch mehr kommen. Hier ist bestimmt auch eine Falle. 20. Ja, okay. Ah. Kein Schaden. Ja, Schaden machen oder nicht machen. Müssen wir stoßen. Das wäre super, wenn man quasi bei der Dings durchstoßen könnte. Immer nur 5 Schaden. Ist tot, oder? Ach, Moment mal. Jetzt können wir wieder... Wie ist das noch? Eine Runde ist noch gelähmt. Okay. Zieh mich mal zurück. So. Ziehen sie aber wieder zurück. Das Problem ist, sie ist es nicht. So, wir warten mal einfach mal ab. So, das Vieh ist wieder da. Es kommen keine neuen, das ist auch super. Gift, ja, ja. Du kannst ja mal versuchen auszuweichen, so. Ja, 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 ja. Wir sind eigentlich fast alle wieder da. Eine Runde noch. So, jetzt kannst du es kaputt schlagen. Beziehungsweise in den nächsten. Dann käme sie zuerst dran. Komm, dann haut er das Vieh dann doch kaputt. So. Gift. Stufe. Stufe 3. Entgiftung für alle Gifte.
So. Entgiftet. Ja, ich müsste es kaputt schlagen. Ne, wir warten ab. Ach, das müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten. Jetzt kommt das Scheißvieh nochmal. Komm, wir warten alle ab. Sehr gut, ausgewichen, perfekt. Also, dann können wir was Sinnvolles machen. Beziehungsweise, du bist fertig. Ach, jetzt kommt es doch nochmal. Shit. Ich wollte doch ihn nochmal heilen. Macht aber er. Hoffentlich reicht das. Bitte kein Gift mehr. Ja, jetzt haben wir geheilt. Dem fehlt es ein bisschen an was auch immer. Komm, 95. Perfekt. Und das... Ah, Drecksvieh ist auch auf der Liste der ausgestorbenen Tiere. Sehr gut. Diese scheiß Spinnen, ey. Leck mich doch am Kittel. So, jetzt können wir tatsächlich mal... Jetzt haben wir noch einen Moment Zeit. Das heißt, wir können was Sinnvolles machen. Neues Gift. Das war die stumpfe Waffe. Die andere hat er schon leer gepiekt. Also wir haben ja zumindest noch die Möglichkeit, neue Zaubersprüche zu lernen. So ist nicht. Wir haben ein paar im, noch ein paar im Petto. Wenn es das ist, was wir wollen. Aber, Das ist ein Kugriss. Giftschaden, Klugheit, Körperkraft. Okay, das ist auch nicht schlecht. Drei Runden lang ist ein Stufe 2er Gift. Schlafgift ist natürlich super. Einfach an. Das kann man zum Beispiel wahnsinnig gut gebrauchen für sowas wie zum Durchrennen. Ja, wenn man die einfach nur anpiekt, Spinne ist getroffen, fällt um. So. Und dann läuft man weiter zur nächsten. Zack. Piekt die um und dann läuft man einfach mit allem durch, weil die sich nie wieder aufrichten werden. Für den ganzen Kampf sind die bewegungsunfähig. Das ist natürlich perfekt. Kommen wir mal. Kugriss. Der Kugriss. Der macht das Gleiche, ne? Jo. Nehmen wir mal neue Gifte, nicht immer den gleichen Shit. So, was mit dem Inventor? Hat er nämlich was geworfen? Den Speer. Fallen haben wir hier noch. Benutze ich auch schon wieder nicht. Aber jetzt haben wir extra die Wurfspieße dabei. Die müssen jetzt mal weg. Die sind halt schier unbesiegbar mittlerweile, die Leute. 21 Dukaten. Aber gut, dass ich die 700 ausgegeben habe vorher, weil ich weiß nicht, ob es da nochmal was gibt im ewigen Tal. Im Jammertal vielleicht, wenn ich Pech habe. Okay, hier mal gesagt, wollten wir was machen? Zurbaran. Hier wollten wir irgendwas hier unten geben. Genau das hier. Körperkraft, damit sie eventuell nochmal hier die Werte verbessert. Was war das eine Idee? Ich hätte da ja nie zugestimmt. 2 Punkte, das ist 280. Ja, das ist machbar. 280 auf Stufe 11 und 12 sind dann 320. Einfach nur nochmal 200 ab und dann sind alle ihre Werte nochmal verbessert. Aber ich glaube nicht, dass sie da noch mehr machen will. Und ich meine, gerade das mit dem zu Stein verarbeiten, wenn wir selber einer wären, das ist einfach zu krass. Das sind ja, was haben wir da ausgerechnet? Wie 1.500, 2.000 brauchen wir da? Das ist mir ein bisschen viel. Lieber vernünftig kämpfen können, dann werden wir das leider nie sehen. Ist auch so ein Punkt, ne? Ich zeig sowas ja ganz gerne mal. Oder möchte das voll ausnutzen, so wie, was macht denn die höchste Stufe? Wir haben es ja teilweise schon gesehen, wo die komischen bösen Prophetenzauberer da plötzlich ihre krassen Zaubersprüche über das ganze Feld gejagt haben. Und das war ja auch nicht so schlecht. Ach komm, das machen wir einfach so. Ein bisschen was in Werte investieren, warum eigentlich nicht? So, und er hier muss eventuell... Ja, irgendwann... gegen den Drachen kämpfen, weil ich meine, es ist das Echsengebiet. Wo sonst soll es die Mistviecher geben? Sauber, 15 sogar schon, hervorragend. So, und hier waren es die Grundwerte, ne? Attacke und Fernkampf erhöht. Fernkampf ist so uninteressant. Hier Magieresistenz erhöht und Lebenspunkt, ja, fast, ne doch, doch. 38 Trefferpunkte hätten wir damit. Hiermit auch, Körperkraft. Heißt, extra Lebenspunkt, Attacke erhöht, Fernkampf erhöht. Sauber. Und hier warten wir, bis irgendwas Sinnvolles frei wird, weil ich glaube, zaubertechnisch, ja, Balsam Salabunde, vielleicht irgendwann mal auf Stufe 3. Das Einzige, was hier interessieren würde, wäre wirklich Stufe 4 mit der Regeneration. Wenn zwei Leute, beide zum Beispiel, die vorne stehen, regenerieren, gleichzeitig, das ist natürlich auch ein absoluter Traum. Und das hier mit dem Werfen, Was wäre denn 13?
Fernkampf. Ist ja wirklich nur, wenn wir Sachen werfen oder Bomben oder Gift oder sowas werfen. Fernkampfattacke, Fernkampfschaden, Fernkampfattacke plus 5 statt Standard plus 5. Hä? Achso, Chance auf glückliche Attacke, dass wir eventuell jemanden komplett ausnocken mit so einem Wurf. Nee, das ist Quatsch. Das brauchen wir. Das machen wir nicht. Nee. Wenn, dann machen wir Werte wie mehr Zauberpunkte, Astralpunkte für ihn. So, was mit ihr? Schattenform, das ist auf Maximum. Hexengalle? Dem Lähmen oder heilt Gift der Stufe 2? Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Und ich fände es super, wenn quasi Hexenspeichel wirklich eher was für Immunitäten wäre oder so. Dass man einfach für eine gewisse Zeit nicht mehr, weil man mit dem Speichel voll ist, dass man nicht mehr vergiftet werden kann. Das finde ich zum Beispiel wesentlich sinnvoller. Weil so ist es einfach nur ein Clarum Purum entbillig. Mit einem Hauch Heilung, ja. Wäre irgendwie schöner, oder? Wenn man dann einfach heilt zwar nicht so richtig das Gift, aber das muss man vorher aufbringen, sozusagen. Bevor es an die Spinnen zum Beispiel geht, muss man dann die Gegner, den Verbündeten sozusagen schon mal einschleimen. Das fände ich, hätte ich viel, viel besser gefunden, muss ich gestehen. Und Schadensresistenz für Magie, ja, von mir aus. Aber gerade das mit dem Gift, das hat nichts mit Resistenz zu tun, obwohl es da so steht, ne? Bietet Schutz vor magischen Angriffen, Feuer und Gift. Nee, ist kein Schutz vor Gift, das heilt halt einfach irgendwann. Gift der Stufe 1 und dann der Stufe 2. Was, ja, und ein bisschen. Na gut, 15 Lebenspunkte für 15 Astral. Halt Gift der Stufe 2. Meistens haben wir es ja eh mit Stufe 3 oder 4 zu tun, das ist ja das Problem. 2, wann wurden wir jemals von, ja, ganz am Anfang vielleicht, ein bisschen mit dem Zweiergift da genervt, aber das ist ja eher, ja genau, eher nervig. Waffentalente. Halt, Talente fallen, zack. Jetzt hat sie zumindest, genau, jetzt hat sie die Möglichkeit, Stufe 1 und 2 Fallen zu benutzen. Das ist gut, glaube ich. Und hier Punkte bringt ja nichts, ne? Was sie angezeigt bekommt, ist ja völlig uninteressant. Sinneschärfe. In zwei Fällen, wenn... Gibt das nicht auch... Nee, auf den höheren Stufen ist es Fernkampf, ne? Fähigkeit. Bonus von 2 Punkten auf alle Fernkampfattacken. Bonus plus 1. Ja, okay. Bei 13. Das werden wir wahrscheinlich... Fernkampf. Macht die Fernkampf? Nee, die macht jetzt Fallen. Und bei 2... Nee, bringt das nichts. Und das kriegen wir nicht mehr auf 13 momentan. Grundwert. Nee, lass mal, wie es ist. Halt! Der eine Punkt war richtig, oder? Das hier war wichtig. Okay. So, jetzt können wir Stufe 2er Fallen gleich mal in den Rucksack packen. Das ist nicht schlecht. Genau, Attacke. Attacke 7. Hier hätten wir alles und noch einen halben... 280, auch noch einen halben Lebenspunkt sozusagen. Ja, abwarten. Bis 320, dann können wir... Jawohl, spielt das eine Rolle? Dann ist 320 für einen halben, machen wir lieber hier einen, oder? Zack. Das hat sie 33 Lebenspunkte. Bei ihr wollten wir die anderen Sachen machen. Ja, da müssen wir warten auf die 320, fehlen also noch 200. Okay, jetzt halt Waffen... Nee, Fallen brauchen wir noch Stufe 2. Fallen Stufe 2, das war so... Dieses Feuerding ist wahrscheinlich 3, oder? Diese hylianische Feuerfalle, ja, natürlich. Das ist auch Stufe 3. Nanu? Ach, Bärenfalle ist das, ne? Gut, dann gib mal die Bärenfalle her. Die Härenfalle, dann machst du die Hylianer Feuerfalle. Oder? Machen wir beides. Kriegst du noch das Gift... Bärenfalle Stufe 2, das auch. Ah, das ist auch Stufe 2. Okay. Einmal werfen, dann haben wir noch eine. Diesen komischen Schrumpfkopf. Wo ist der Schrumpfkopf? Unten rechts, genau da. Zack. Schrumpfkopf und er, sie bekommt. Ja, scheiß auf Lebensenergie. Verrückt, ich schmeiß die Heiltränke raus. Aber so ein Einbärensaft bei Drakensaft, ja. Bei Drakensaft ist das Beste und schmeckt auch am besten, muss ich sagen. Drakensaft trinke ich ja am liebsten. Der Link ist übrigens unten in der Beschreibung. 142, weil wieder Leute... Genau, Kraft! Und die Traglast zu erhöhen, ist ja das Einfachste von der Welt. Einfach nur den günstigen Charakteren, die, ne, niedrige Kraftwerte haben. Einfach einen hochdrücken. Das ist genauso viel wert von 17 auf 18 wie von 8 auf 9. Tja, egal. Das war's. Stunde ist rum.
Wir haben Inventarpflege betrieben, haben Charakterpflege betrieben und haben Scheißspinnen en masse vernichtet. Und ein paar Ghule. Drei Kämpfe und Inventar. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Die Höhlen von Mokban Tohal. Richtig gut. Zum Glück kommen wir relativ gut klar. Wir haben die Werte, wir haben die Fähigkeiten. Wir sind gar nicht mal so dumm, wissen, was wir da tun. Es funktioniert. Wir kommen durch. Wir wollen gar nicht. Das war's. Beim nächsten Mal gibt's mehr von Blackguards. Ich danke fürs Zuschauen. Und ja, gehabt euch wohl. Und immer schön den Zwölfen huldigen, weil sonst kommt der Namenlose und holt euch oder flüstert euch was ins Ohr. Und was dann passiert, das wisst ihr ganz genau. Und der sagt nämlich auch, drückt den Like- und Subscribe-Button. Sonst holen die auch die Spinnen. Das will, glaube ich, wirklich niemand. Tja, raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.